Es war im Juni 1859, als sich eine einsame Kutsche durch Norditalien vorkämpfte. In ihrem Inneren saß der Genfer Kaufmann Henri Dunant. Am Rande des Dorfes Solferino fochten die französischen gegen die österreichischen Truppen eine schreckliche Schlacht. Die Sanitätstruppen waren der Situation nicht gewachsen. Es wurde dringend Hilfe gebraucht. Entschlossen richtete Dunant ein behelfsmäßiges Hospital in der Kirche des Dorfes ein. Dort erhielten die Sterbenden und Verwundeten Aufmerksamkeit und Pflege. 1864 trafen Diplomaten aus aller Welt in Genf zu einer Konferenz zusammen. Sie einigten sich auf die erste Genfer Konvention zur Verbesserung der Lage verwundeter und kranker Soldaten. Es war Henri Dunant, der den Grundstein zur Rotkreuz- und Rothalbmondbewegung legte. Das IKRK tritt dafür ein, dass das humanitäre Völkerrecht eingehalten und fortentwickelt wird und bemüht sich um den Schutz des Lebens und der Würde von Opfern bewaffneter Konflikte ohne Diskriminierung. Zu den Opfern zählen nicht nur verwundete und kranke Soldaten, sondern auch Kriegsgefangene und andere Menschen in Haft, die regelmäßig durch das IKRK besucht werden. Das IKRK setzt sich auch für Männer, Frauen und Kinder ein, denen es an elementaren Dingen mangelt. Wasser, Nahrung, Gesundheitsversorgung, Unterkunft und Kleidung. Das IKRK stellt den Kontakt zwischen getrennten Familienmitgliedern her und bemüht sich, soweit es geht, diese zusammenzuführen. Dabei spielen die Suchdienste eine wichtige Rolle. Wo immer möglich, ist das Internationale Komitee vom Roten Kreuz zur Stelle, wenn es darum geht, das Leben, die Rechte und die Würde von Menschen im Sinne der Genfer Abkommen zu schützen. Das Deutsche Rote Kreuz gehört zur Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Die Föderation wurde 1919 gegründet. Sie koordiniert die Arbeit der nationalen Gesellschaften auf internationaler Ebene. Im Fall von Naturkatastrophen, Erdbeben, Vulkanausbrüchen, Überflutungen. Aber auch bei großen Flüchtlingsströmen von Menschen, die in ihrer Heimat bedroht sind und hier kein Zuhause mehr finden. Es gibt zurzeit mehr als 180 nationale Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften auf der Welt. Sie alle setzen sich ein für Menschen in Not. Die Föderation hat das Mandat, nationale Gesellschaften zu stärken und in ihrer Entwicklung zu unterstützen, damit diese Menschen in Not effektiver helfen können. Millionen Mitarbeiter und Freiwillige des Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes helfen in diesem Augenblick, Angst, Hunger und Not zu lindern. Und verwirklichen so die Grundidee Henri Dunants.